Ja, guten Morgen, guten Abend, was wir auch haben zusammen. Ich wollte auch nur mal eben hier auch mal ein Danke sagen, weil meine Seite ist natürlich für eine Bewegung klar da, für eine soziale Bewegung, die sich auch eben gegen Asoziales oder auch Rechte stellt. Aber eben ist das ja nicht alles, das ist ja nicht eine Seite oder hier ein Einbringen jetzt dieses Video auch nicht über mein Leben. Ja, sondern ich lache auch in meinem Leben. Ich habe auch Spaß und habe einfach auch ja gute Beziehungen mit irgendwelchen Leuten, wo es keine Probleme gibt. Es ist ja nicht so, dass jetzt, wie es vielleicht auch in den Videos rüberkommt, jetzt das ganze Leben voller Probleme ist. Das geht, darum geht es auch gar nicht. Es geht eben nur darum, dass eben die Aspekte, die ich eben anspreche, wie auch eben, was mir widerfahren ist teilweise. Asozial war, gegen Rechte verstößt, gegen Gesetze verstößt und auch gegen meine Menschenwürde verstößt, gegen mich als Menschen. Genauso wie es gewisse andere Plattformen etc. auch getan haben, die ich auch in meinen Videos benannt habe. Und darum geht ja auch diese Bewegung. Das heißt, ich bin nicht hier, um jetzt die Videos hochzuladen, so schöne Momente meines Lebens, ja. Die haben nichts mit meiner Bewegung zu tun, nichts mit meinem ja, Anliegen daran, dass es sozialer wird und dass wir mehr Soziales brauchen. Ja, und das muss man halt nur verstehen, weil es stellen einige so hin, als würde ich hier nur rummeckern oder so, das ist gar nicht wahr. Ja, ich sage hier auch nochmal ein Danke an wirklich alle, die sich auch sozial einsetzen und die es auch schwer haben. Weil sobald man irgendwie sagt, das oder das ist scheiße oder das ist asozial oder das ist, hey, ups, Entschuldigung, rechte Verhaltensform, wird es gleich hin so hingelegt, als würde man nur alles kritisieren, alles schlecht machen oder alles allgemein als Problem ansehen. Das tue ich nicht, aber es gibt in der Gesellschaft ein Problem. Es gibt in der Gesellschaft massenhaft ein Problem der sozialen Verhaltensart und eben auch, dass es sich rechts und asozial im Verhalten wiedergibt, diese Gesellschaft. Das spiegelt sich auch eben im Virtuellen wieder. Und darüber muss man, finde ich, auch klar reden können, genauso wie ich auch über meine Behinderung reden kann, und müssen kann, können, müssen können, weil, ich finde, andere sollten auch über ihre Behinderung offen stehen können und reden können. Viele verleugnen sie auch. Warum? Ich bin ein menschliches Wesen. Ich habe Gefühle. Ich kann Liebe empfinden. Ich kann aber auch Wut und Zorn empfinden. Und das ist ein gutes Recht für mich, meine freien Gefühle zu haben, meine Freiheiten zu haben, eben auch wieder meine Rechte zu haben. Eben auch ein Recht dazu zu stehen können, wer oder was ich bin. Eben bringt es auch nichts wegzuschauen, dadurch, was mich so stark kaputt gemacht hat im Leben, weil das kann auch anderen widerfahren, das kann euch auch widerfahren, gerade wenn ihr, was weiß ich, um die 20 seid und meint, das ist alles lächerlich oder sonst was. Ich habe auch noch mit 30 gearbeitet. Ja. Dann denkt mal ein bisschen weiter und denkt mal daran, was ist danach. Kann es euch auch passieren? Ja, es gibt viel Ungerechtes auf der Welt, es gibt eben auch viele Probleme, es gibt eben auch Probleme, die man ansprechen kann. Eben auch gerade asoziales und rechtes Verhalten, eben auch was sich gegen unsere Gesetze und unsere Freiheiten richtet, eben und gegen unsere Rechte richtet. Da kann man klar, finde ich, drüber reden, das auch anprangern und auch öffentlich stellen. Ja, und damit können meinetwegen Leute ein Problem haben, das ist mir ziemlich egal, weil die Leute, die damit ein Problem haben, die denken eh rechts oder asozial, sonst hätten sie kein Problem damit. Weil die Leute, die damit kein Problem haben mit dem, was ich äußere, tue und mache, die haben genug Sozialbewusstsein, um zu verstehen, worum es mir eigentlich geht. Ja, und ich kann hier auch nochmal ein Danke sagen, zum Beispiel auch an die Polizei. Ja, viele sehen es vielleicht nicht, aber die Polizei ist eigentlich da, um eben unsere Rechte und unsere Würde zu schützen. Und die ist teilweise sogar überfordert oder sogar ausgegrenzt. Wie es auch bei mir der Fall war, zum Beispiel, wo ich jetzt nochmal drauf eben eingehe, ist ja, dass ich jemanden eine ballern wollte, der mich angepackt hat.
Ja, im Treppenhaus. Und die Polizei hat es auch gar nicht so gesehen, dass ich irgendwie belangt werden müsste in dem Fall. Ja, die hat gar nicht verstanden eigentlich, was die Ärzte da gemacht haben, diese komische Notärzte, die da waren da. Ja, aber eben, das ist das Ding, so komische Ärzte, so welche vom psychiatrischen Dienst. Ja, wenn die sagen, der muss weggehaftet werden für ein Jahr in eine Klapse oder sowas, dann kann die Polizei sagen, ja, wir sehen das anders, aber im Endeffekt scheinbar hat die Polizei nicht wirklich das Sagen, ja. Und das finde ich geht zum Beispiel auch nicht an. Ja. Bis heutzutage versuchen noch Leute mir nachzuhängen, ich wäre psychisch krank, das bin ich nicht. Ja, paranoide Schizophrenie und sonst was, alles, was sie da für Müll labern, habe ich gar nicht. Ich habe auch nicht die Auswirkungen davon. Ich sehe keine Bilder, höre keine Stimmen etc. Ich bilde mir auch nicht ein, irgendwie Napoleon zu sein oder sonst was. Alles, wofür ich mich einsetze, ist eben für ein soziales Miteinander, für mehr Menschlichkeit und eben, dass ich auch als Person sagen kann, wer ich bin und zu mir stehen kann. Eben auch über meine Krankheit reden kann. In Anführungszeichen Krankheit, weil, sagt mal, ihr seid ja krank oder sowas. Es ist eigentlich ein Defekt. Es ist ja nicht irgendwo ein Krankheitssymptom. Es ist ja mehr ein Defekt, das mich belastet, das meine Psyche auch belastet. Ja. Bisschen sowas wie Trauma. Ja. Eben durch zu viel Gewalteinwirkung, die ich im Leben mitgenommen habe. Ja. Warum nicht offen darüber reden können, dass man eben 90% körperlich schwer behindert ist? Warum können es Leute nicht einfach annehmen, es nicht verstehen, dass etwas anders ist, dass etwas es schwer hat im Leben, dass etwas sowieso schon mit Sachen verarbeiten und etc. mehr zu tun hat als ein gesunder Mensch und eben nicht mehr arbeitsfähig ist? Ja, und da müssen sich eben die Rechten und Asozialen in der Gesellschaft selbst an die Nase packen, dass es immer mehr Leute gibt, die kaputt sind, die nicht mehr arbeitsfähig sind, weil zum Teil macht ihr sie erst kaputt. Nicht alle, das sage ich gar nicht. Es gibt auch Leute, die werden mit Defiziten geboren. Es gibt Leute, die kriegen Defizite durch Unfälle etc. Aber bei mir oder auch bei anderen ist es eben der Fall, dass wir durch diese asoziale und rechte Verhaltensart in der Gesellschaft kaputt gemacht wurden. Dass wir erst unsere Defekte dadurch haben, unsere Behinderungen, unsere Handicaps. Und ich finde, da kann man offen drüber reden, da können auch andere offen drüber reden. Und wer dafür kein Verständnis hat, der hat kein Verständnis für anderes, der hat kein Verständnis für behinderte Menschen, der hat kein Verständnis für kranke Menschen. Ja, der hat einfach den Schuss noch nicht gehört. Weil warum darf ich nicht über meine Krankheit offen reden? Warum darf ich nicht, bitteschön, über meine Behinderung offen reden? Warum darf ich nicht über meine Person offen reden? Warum darf ich nicht darüber offen reden, wie etwas ist? Warum darf ich die Fakten nicht offenlegen? Warum darf ich nicht sachlich erklären, wie etwas ist oder wie sich etwas ereignet hat? Ja, warum nicht? Weil ihr es nicht hören wollt? Dann seid ihr doch eben nicht sozial. Wenn ihr nicht hören wollt, wie asoziales oder rechtes Menschen kaputt macht, wie Menschen kaputt gehen hier, wie Menschen teilweise auf der Straße landen und nicht mehr klarkommen, kriminell werden oder sich sogar das Leben nehmen. Und ihr sagt einfach, es interessiert euch nicht. Dann seid ihr nicht sozial. Und dann rede ich ganz klar davon, dass wir ein Problem haben hier in Deutschland mit sozialer Bildung und soziales Vermitteln von Werten. Ja, man sieht es auch in anderen Bereichen, auch gerade eben schon bei Kindern, in Kindergärten oder eben auch Familien zu Hause. Oder eben auch eben in Schulen wird mehr auf blinde Perfektion etc. Wert gelegt, als wirklich auf soziale Bildungspflicht, die wir eigentlich haben. So, und damit nochmal einen schönen Tag, euer Lord Titan, und es wird weitere Beiträge geben.